Was ich eigentlich ja will, ist Glowstone. Ach komm, jetzt ist die Jaina echt weg. Ja, das schaut nach einem guten Ding aus. Ich muss jetzt nach Hause, ich habe nichts mehr zu essen und es wird dunkel. Ja. Mann, Jaina gilt ab sofort als verschollen. Vielleicht begegnet sie uns ja eines Tages wieder. Das ist das LOL, oder? Das, ja, ich glaube, das ist das League of Legends. Eines Tages begegnet sie uns wieder und ist dann komplett verwahrlost. Durch die Wildnis. Naja, ihre Rüstung, weiß nicht, ob sie da verwahrlost. Notfalls müssen wir sie notschlachten und essen. Nein. Jaina wird nicht geschlachtet. Schmeckt auch so gut. Können wir Döner draus machen? Die Entschuldigung. Das Kartensystem hat sich schon wieder aufgehängt. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, wieso es das macht, aber ab und zu hängt es sich einfach mal auf. Ich weiß. Das ist eine Horde Creeper, ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Wenn du beim Zurückgehen Jaina findest, dann sag mir bitte Bescheid, ja? Mhm. Wir versuchen erstmal den Weg zurück zum Portal zu finden. Hehe, viel Spaß. Ja, danke. Geld wurde gespeichert. Wer weiß, ich schau mal nach. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass man Jaina irgendwie finden kann per Befehl. Das wäre eine Idee. Dass ich die Koordinaten oder sowas finde oder nicht zu ihr teleportieren kann. Das Nein, das ist ein Lavafluss. Da sind Fackeln, das ist schon mal gut. Hallo Fackel. Ich habe Fackeln auf dem Weg zum Portal gemacht, wenn ich mich nicht erinnere. Du musst jetzt nur noch herausfinden, welche Richtung. Ich folge einfach den Fackeln. Ja, es könnte natürlich auch die das falsche Richtung sein. Nein, nein, das ist die richtige Richtung, glaube ich. Okay. Ja, das schaut aus, als würde es da hochgehen. Gut, wo gibt's noch Glows? Da hinten, aber das ist schwer zu erreichen. Ja, Essen brauche ich. Ja, was haben wir denn? Wir hätten... Gast habe ich. Ach, das nehme ich. Von Kartoffeln. Und hat er dich fertig gemacht? Okay, jetzt ist. Nee, ich habe ihn mit seiner eigenen Medizin. Bisschen, aber ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Okay. Weil ich keine Pfeile mehr habe und da wird es ein bisschen schwer, glaube ich. Ja, könnte durchaus sein. Okay. Außerdem habe ich eine Blaze Rod und einen Haufen Never Quartz. Was ich nicht habe, ist Never Warze. Das ist schade, aber. Hast du Never Warze? Ich hab Netherwarzen, ja. Kann ich mir da vielleicht dann eine schnorren zum Anbauen? Ja, du kannst dir eine schnorren. Yes! Du gehört sich das. Ich schlafe jetzt mal eben, es ist gerade Tag geworden. Ja, ich habe gerade das Portal gefunden. Ja, gut, dass du jetzt noch nicht durch bist. Weil sonst hätte ich jetzt umsonst schlafen können. Mhm. So. Blöde Frage, wie kommt man wieder raus? Ist da ein Knopf? Da ist ein Knopf versteckt, aber den darfst du jetzt selbst suchen. So fies bin ich mal. Aber ich war immerhin... Nein, du baust es nicht ab. Ich war immerhin so nett und hab dir gesagt, dass es ein Knopf ist. Ich habe ihn auch schon gefunden. Dann ist es gut. Wo war er denn? Oben an der Decke. Genau. Wie komme ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? Ich habe einen Pfad gemacht. Jeder Pfad ist doch entweder so gemacht, dass man auch wieder nach oben springen kann. Hm? Das heißt, maximal von einem Block zum anderen maximal eins hoch. Hm? Ich stehe gerade oben und schaue gerade mal, ob ich dein Pferd irgendwo finde. Ja, mach das mal bitte. Ich sehe gerade Skilla, die steht da wunderschön im provisorischen, wunderschönen Steinstall. Das Tor steht aus Erde. Sehr schön.
Einfach nur die oberen zwei Erdblöcke abbauen und kommen, kannst du wieder raus mit ihr. Da hinten ist eine Schlucht. Eine Schlucht mit drei Löchern? Ja. Da habe ich schon nachgesehen, da habe ich sie nicht gesehen. Aber vermutlich wäre sie auch gestorben, wenn sie da runtergefallen wäre. Vermutlich, ja. Ja, aber ich weiß auch nicht. Sie hat 13 Hufe. Okay, das ist recht viel. Ich glaube, meins hat auch so viel. Boah. Ich google jetzt einfach mal kurz auf dem Laptop. So, Minecraft benanntes Pferd finden. So. So, auf der anderen Seite sehe ich es gerade auch nicht. Ich finde ein Schaf. Ein Schaf, toll. Gell? Hä? Wieso ist Skiller jetzt gerade weg? Skiller ist nicht mehr im Stall drin. Wie, sie ist nicht mehr im Stall drin? Jetzt ist sie wieder da. Ich war einfach zu weit weg. Vielleicht muss ich näher ran, damit die mir angezeigt wird. Da bringt okay. Nichts, wenn ich von oben schaue, aber... Ich war gerade auf der Rückseite des Tempels, mal vorgeschaut, aber Skiller nicht im Ding drin. Jetzt bin ich ein paar Schritte vor, jetzt ist er wieder drin. Okay. Interessant. Hm. Okay, also per Google kann ich jetzt leider nichts finden. Hm. Also kein Befehl. Hätten sie gleich in den Stall stellen sollen. Ja, hätten wir. Ich wusste halt nicht, dass es sowas gibt. Hm. Finde ich jetzt auch gerade ziemlich blöd. Nee. Ja, okay, dann gilt Jaina eben als vermisst. Ich hoffe, sie taucht irgendwann wieder auf. ESI Minecraft. Ach, wisst ihr was? Ich baue sowieso fast immer nur rum. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Suche. Mach das. So, Gilla, wir gehen heim. Vielleicht findest du sie ja auf dem Heimweg. Ja, ich halte die Augen offen. Ich finde das richtig blöd, dass sich das Kartensystem, also das Navigationssystem, immer wieder aufhängt, weil dann kann man auch gar nicht mehr sehen, wo man selbst ist. Eine Karte funktioniert zum Glück gerade. Hm. Echt, deine funktioniert? Deine funktioniert. Okay, vielleicht muss ich sie einfach nur wegwerfen. Oder nee, tut sie nicht. Zeig doch mal, dass du auch noch bei mir bist. Ja genau, das tut sie bei mir auch. So, jetzt muss ich den Weg irgendwie dazu hin zurückfinden. Vielleicht führt er mich auch ungewollt zu Jaina. Aber es könnte tatsächlich sein, dass das schaue ich jetzt mal nach. Werden Pferde von Monstern angegriffen? Nachsehen, Minecraft Wiki. Nee, das ist eine Kuh. Mhm. Drei Kühe. Flucht. Mal gucken. Traue mich da gar nicht immer beim Pferd. Schafe. So. Schafe, Schafe ohne Ende. Noch mehr Wüste. Eine Wüstensiedlung. Schafe. Hm, hm, hm.
Da steht's nicht. Oh, die Siedlung ist schön. Welche Siedlung? Die hier direkt an dem Ding ist. Achso, 14 Wolle gegen einen Emerald. Cool. Finde ich ganz schön eigentlich. Minecraft greifen Monster Pferde an. Mhm. Zähmbare Tiere lassen sich retten. Zähmen, während sich nicht gegen den Spieler. Toll. Das ist noch Ebene. Also ich habe gerade die halbe Wüste durchsucht, also bisher nicht gefunden. Schade. Passiv. Zähmbare Tiere verhalten sich zunächst neutral oder passiv. Nach dem Zähmen vertreiben sie aggressive Kreaturen, greifen sie an oder erlauben dem Spieler auf ihnen zu reiten. Na toll. Und Monster. Aggressive Monster greifen das Spiel an, sobald sie bemerken. Die meisten Kreaturen benötigen Sichtkontakt zum Spieler. Einige können ihn auch durch Wände durchspüren. Okay. Werden die angegriffen? Ich finde die richtige Frage nicht, ob Jaina vielleicht tatsächlich von einem Zombie getötet worden ist. Das wäre schon schade, aber wieso sollten die angreifen? Die verhalten sich doch sonst auch neutral. Ah. Wir bauen einfach für die Zukunft einen gescheiten Stall dahin und dann ist sie gut. Und dann sterben sie nicht. Mhm. Ich habe hier gerade gelesen, der einzige Mob, das einzige Monster, das einen anderen Monster absichtlich angreift, ist der Wolf. Und zwar, der greift irgendwie Hasen und Hühner an. Mhm. Demnach müsste Jaina noch am Leben sein und ist einfach nur weggelaufen. Außer sie ist gegen Kakteen gelaufen oder in die Schlucht gefallen. Gegen Kakteen sollte nichts machen, sie hat eine Diamantrüstung an. Okay. Und ja, selbst... sie läuft da ständig dagegen, so bong, bong, nein, bong. Nein, das, dann hätte sie 10 Minuten oder so dagegen laufen müssen. Ja, okay. Das ist relativ unwahrscheinlich. Ja, eben. Ich habe hier Pilze gefunden. Ding. Höhle, aber da ist ja auch nicht drin. Schafe. Ich bin auch gerade in einer Höhle drin. Ah, es wird gerade dunkel, oder? Ja, es wird gerade dunkel. Okay. Ja, dann muss ich gerade mal nach Hause. Jo. Das. Das Einzige, dass sie vielleicht in Lava geritten ist, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, oder halt in die Schlucht rein, das kann ich mir fast vorstellen. Ja, aber doch die Diamantrüstung, die lindert auch Fallschaden, habe ich vorhin gelesen. Das heißt, da hätte sie auch nicht sterben dürfen. Ja gut, aber wenn es so tief ist... Hm. Die Schlucht ist ja dann doch ein ganzes Stück tiefer.
Leck. Kann man Pferde eigentlich heilen? Die heilen automatisch. Praktisch. Wieso, hast du Skiller irgendwie geschlagen oder was? Nö, noch gar nichts, aber mich interessiert. Mhm. Ob das sind Spinnen? Das sind Fackeln? Okay, ich sehe hier keine Jaina. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt da trinken können, aber so viel ich weiß, halten die sich auch von Wasser fern. Auch von Lava. Ha. Haus. Wo? Es gibt einen Übergang auf meinem Disco. Wo gibt es denn Übergang? Über diesen Fluss hier. Ja, da kann man drüber springen. Das ist ja nicht mehr drüber springen, sondern auch drüber laufen. Du musst halt außen rum laufen. Und zwar bei meinem Haus in Richtung dein Haus. Das ist tief, nicht so tief, da kann man drüber laufen mit dem Pferd. Ah, okay. Dann nicht so. Da ist eine Kuh. Jaina, wo bist du nur? Was hast du wieder angestellt? Ah, hier. Jetzt muss ich mal nachsehen, wie lange wir schon aufnehmen. 1, 2, 3, 4, 5 Mal erst gespeichert. Eine Dreiviertelstunde würde ich jetzt noch aufnehmen, Gringor. Gar nicht mehr heute? Nein, heute nicht, weil die Festplatte einigermaßen voll ist. Oh, schade. Ja, finde ich auch. Dann nimmst du dann das nächste Mal auf? Weiß ich noch nicht. Okay. Das ist immer... Das weiß ich im ersten ein, zwei Tage vorher oder so, wann ich aufnehme und was ich aufnehme. Okay. Naja. Ich hoffe auch, ich habe ja... Jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, oder? Dass der Gringo ja auch die Musik hören kann. Ja, die höre ich. Genau, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, weil ich mir da ein TS3-Plugin geholt habe. Ich glaube, das merkt man, nachdem ich das schon ein paar Mal kommentiert habe. Ja, gemerkt hat man es sicher, aber ich habe es noch nicht erwähnt. Nein, das nicht. Und ich hoffe, die Lautstärke ist jetzt richtig eingestellt, sodass man uns auch gut hört, ohne dass die Musik zu laut ist. Für diejenigen, die es interessiert, ich werde das jetzt nicht in die Videobeschreibung mit reinpacken, aber für diejenigen, die es interessiert, es wäre Soundcard, heißt es, glaube ich. Ja, hattest du geschrieben, Soundcard. Ja. Hier habe ich Skiller gefunden. Jaina müsste irgendwo in der Nähe sein. Wenn sie noch am Leben ist. Was ich hoffe. Wir könnten ja mal einen Test mit Skiller machen. Wir setzen sie irgendwo aus und schauen, ob die Zombies sie angreifen. Da bin ich dagegen. Oh Mann. Meine Skiller. Die ist gerade schön im Stall wieder. Ganz sicher.